Herzlich willkommen im Herzenwerk Orakel. Ich bin die Roswitha und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße euch zu einer neuen Legung. Heute auf dein Gegenüber. Wir schauen mal in Energien rein. In welcher Energie ist er gerade? Was denkt und fühlt er in Bezug auf dich? Und kommt da noch was von ihm? Wenn du auf jemanden schaust, wo kein Kontakt ist vielleicht oder der sich zurückgezogen hat oder wo es gerade ein bisschen hapert, dann ist das vielleicht was für dich. Es kann aber nicht für jeden stimmig sein, der zuschaut. Bitte bedenkt das immer. Und ich rede aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Wenn du in einer anderen Konstellation bist, dann drehst du bitte um. Ja, wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung. Fühl da für dich rein, ob das für dich stimmig ist, ob es Sinn macht, ob es sich ja, stimmig anfühlt. Und ja, ich möchte noch sagen, danke für die Infos und Hinweise immer. Neues Mikrofon ist bestellt und ich hoffe, das kann er am Wochenende installieren und dann geht es nächste Woche in hoffentlich besserer Tonqualität weiter. Bis dahin, ja, habe ich es jetzt mal anders hier angebracht und ich hoffe, das hält Stand. Okay, wir schauen mal weiter. Jetzt in die Energie deines Gegenübers. In welcher Energie ist er gerade? Was umgibt ihn? Was ist gerade sein Thema in Bezug auf dich? Oh, der Page der Münzen. Der Page der Münzen, das ist so ein Impuls und ja, ist vielleicht ein kleiner Schritt. Da gibt es auf jeden Fall eine Chance, einen wertvollen Impuls, eine wertvolle Chance. Ja, für einen Neuanfang, dass da jemand auf dich zukommt. Also vielleicht überlegt er gerade, ja, wie er es anstellen soll. Es gibt eine gute Gelegenheit. Es kann auch sein, dass dieser Mensch jünger ist als du, weil er hier halt als Page, als Kind, also jugendlich angezeigt wird. Vielleicht ist er einfach auch in so einer unsicheren Energie und ja, er will sich da auch absichern. Die Münzen sind ja auch immer so Sicherheit und materielle Fülle, emotionale Fülle natürlich, da geht es ja auch darum. Und ja, er möchte auch ehrlich auf dich zukommen. Und da steckt halt jetzt noch was in den Kinderschuhen. Also das ist noch nicht ganz ausgereift vielleicht, die Idee, die Chance. Aber er ist da gerade voll drin in dem Impuls und diese Chance zu nutzen. Am Unterdeck die 4 der Kelche, vielleicht ja, hat er auch Angst vor Ablehnung, dass du vielleicht da nicht mehr mitspielst oder vielleicht bist du in so einer trotzigen Haltung. Ja, oder auch er möchte halt da nicht als Opfer hervorgehen. Das heißt als Opfer, also er will keinen Korb erhalten. Das könnte natürlich auch sein. Wir schauen mal weiter. Jetzt mit dem Bluebird Lenormand von US Games. Ja, auf seiner Gedankenebene. Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Wenn er über eure Situation nachdenkt? Was denkt er denn? Okay, wir haben zuerst den Schlüssel, dann den Storch und das Haus. Ja, der sucht nach einer Lösung. Also er überlegt hier, wie er das am besten anstellt. Der Schlüssel zu der Erfolgskarte, die Lösung, etwas öffnet sich, jemand öffnet sich. Entweder möchte er sich dir öffnen. Es geht hier wieder um eine Veränderung, da ist ein Umdenken. Der Storch hier fliegt hier auf das Haus zu. Also der Storch kann ja auch vielleicht ja, eine Reise anzeigen. Vielleicht möchte er dich besuchen. Vielleicht überlegt er, wie er wieder in eine stabile Leichtigkeit mit dir kommt. Wie er sich wieder öffnen kann, wie er sich dir öffnen kann. Er sucht irgendwie den Schlüssel zu deinem Haus vielleicht, den Schlüssel zu dir. Zur Stabilität. Ja, und da ist er gerade so mittendrin und der Storch in der Mitte der obersten Reihe, das ist so, ja, die Wandlung, ein Umdenken in Leichtigkeit. Der möchte da wieder die Leichtigkeit erreichen, er möchte da wieder hin
Und da gehörst du wahrscheinlich dazu. Und es geht hier ums Häusliche. Also wenn du jetzt auf jemanden schaust, mit dem du zusammen wohnst, vielleicht, also in einer Partnerschaft, dann ja, sind hier gute Karten. Also der Erfolg in Bezug auf Leichtigkeit, dann häusliches Umfeld. Ja, ich denke eher so, dass es, wir haben sie auch so gefragt, wenn kein Kontakt ist und wie viel der Kelche, da ist schon so ein Bedenken, dass man hier einen Korb bekommt und der Page der Münzen, die Chance, ja, auf einen Neustart, auf eine Basis und das Haus ist ja auch die Basis. Und wie schafft er es da, ja, eine gute Lösung, eine erfolgversprechende Lösung, was Stabiles herzustellen, was dauerhaft, bodenständig und beständig ist. Und da denkt er halt, kommt vielleicht auch wieder in die Leichtigkeit und ja, eure gemeinsame Basis, also darüber macht er sich Gedanken. Und am Unterdeck haben wir das Kind. Da geht es ja auch um den Neubeginn, den Neustart. Vielleicht auch in kleinen Schritten, eins nach dem anderen. Und da sucht er eben gerade so den richtigen Weg vielleicht auch zu dir. Ja. Vielleicht über Umwege, vielleicht macht es auch manchmal zu kompliziert. Der Storch, der legt ja eher lange Strecken zurück, wenn er seinen Standort wechselt und die fliegen ja jetzt auch wieder in den Süden, wobei es momentan ja noch recht warm ist bei uns und ja, da ist auf jeden Fall ein schöner Prozess auf mentaler Gedankenebene möglich. Oder ja, schauen wir mal weiter. Was fühlt er denn, wenn er an dich denkt? Wie geht's ihm da? Das ging schneller. Der Fuchs, die Wege und der Brief. Ja, mit dem Fuchs habe ich schon hier so die Strategie, wie stelle ich es am schlauesten an. Also es geht hier um Entscheidungen, vielleicht auch so, wo komme ich gut dabei weg und es soll sich dann auch gut anfühlen, richtig anfühlen. Er findet noch nicht den rechten Weg, sich zu entscheiden. Er wünscht sich natürlich die Kommunikation. Ja, welche Motive hat er? Was mit dem Fuchs auf der Herzebene, auf der Gefühlsebene? Da ist halt die Frage, gibt es da noch eine Chance oder macht er sich hier was vor? Ist das Wunschdenken? Und in der Mitte der Legung die Wege, ja, da scheint es gerade, ja, das scheint gerade ein Zeitpunkt da zu sein, an dem er sich entscheiden darf. Wählt er den Weg wie bisher? Also vielleicht hattest du mit Lügen zu tun oder Unehrlichkeiten, geht zum Vorteil oder öffnet er sich wirklich komplett? Also habe ich jetzt hier nicht so das Gefühl gerade. Nichtsdestotrotz will er sich will er wahrscheinlich auch eben diesen Korb nicht mehr haben oder er möchte halt, dass es gut wird. Er möchte es in Ordnung bringen, er möchte Erfolg haben. Und da ist natürlich schon die Frage, wie stelle ich es an? Und der Fuchs ist ja auch, wenn man jetzt von den Emotionen, von den Gefühlen, vom Verhalten ausgeht, dann ist das ja ein scheues Tier. Also die Frage ist, inwieweit er sich offenbaren möchte, kann. Denn auf der Herzebene der Fuchs habe ich schon so das gefühlt, dass er das nicht unbedingt also auch so normalerweise tut. Also er weiß schon, er muss hier kommunizieren, möchte den Kontakt. Und da geht es eben um auch eine Herzensentscheidung. Und da ist er vielleicht sich auch gerade unsicher, ist es richtig oder falsch. Am Unterdeck bist du, also es geht schon um dich. Bist du die Richtige? Ist er der Richtige für dich? Was ist der richtige Weg? Ja, traue ich mich nicht? Wie kriege ich es wieder hin? Die Chance ist da. Ich bin gespannt, was jetzt kommt in der letzten Reihe, die Tendenz. Wie geht es denn weiter? Was kannst du von ihm erwarten? Was plant er denn in deine Richtung? Nochmal schon die Sense.
Die Sense, der Berg und die Blumen. Ja, sehr, sehr schön. Also wir haben schon gemerkt, auf der Herzebene, da ist irgendwie, steht er sich selber im Weg. Am Unterdeck schon wieder du, also wow. Und in der Tendenz, die Sense schlägt hier in den Berg. Also er wird hier seine Blockaden überwinden, die Trennung vielleicht auch überwinden, seine Sturheit überwinden. Möglicherweise ist er jemand, der stur ist. Also er wird es hier schaffen, dass da vielleicht auch plötzlich was kommt, womit du vielleicht gar nicht mehr gerechnet hast. Am Ende der Reihe die Blumen. Steht natürlich für Einladungen, Treffen, Komplimente, Schönheit, auch Wachstum. Und er möchte es ja wieder in den Erfolg bringen. Also es geht hier auch um eine Herzensentscheidung. Er möchte ja wieder in die Liebe, ins Wachstum, ja, eure gemeinsame Zeit, ja, wieder, dass alles wieder schön wird, dass es stabil wird. Also wir haben stabile Kommunikation, Schönheit, Liebe, Selbstliebe. Ja, und er braucht hier eine Veränderung. Also es braucht eine Veränderung, vielleicht braucht auch ihr eine Veränderung. Das ist ihm schon bewusst, darüber denkt er nach. Und ja, auf der Herzebene, Gefühlsebene habe ich so, da ist er scheu, er will natürlich das Beste rausholen, er möchte nichts falsch machen auch. Er möchte, ja, der Fuchs läuft hier aber auch so auf die Wege zu. Also er möchte keine falsche Entscheidung treffen, also in Bezug auf Kommunikation. Vielleicht überlegt er sich wirklich genau den Wortlaut, was er dir schreiben kann, damit du überhaupt antwortest oder so. Das kann natürlich auch sein. Und ja, die Blockade, also es kann natürlich auch sein, dass er denkt, du hast ihn blockiert oder vielleicht hast du ihn blockiert oder er hat dich blockiert oder wie auch immer. Ich verstehe es eigentlich immer nicht, warum man überhaupt jemanden blockiert. Also ja, es gibt bestimmt Fälle, wo man sagt, okay, das braucht man nicht. Aber da kommt plötzlich was in Bewegung, da werden plötzlich, wenn da Mauern gesprengt, ja, wirklich, es kann sein, dass da plötzlich eine Distanz, eine Blockade überwunden wird und plötzlich kommt da eine Einladung. Ich habe jetzt auch gerade so, vielleicht steht er mit einem Blumenstrauß vor der Tür. Also es kann natürlich alles sein. Und ja, ich bin gespannt, was da auf dich zukommt. Es geht um dich und was haben wir hier als Klärungskarte? Ja, es geht mit Sicherheit um dich. Da ist Klarheit, Wunscherfüllung. Du bist seine Wunscherfüllung. Also und die Chance, das spürt er jetzt. Er ist da in der Energie. Da gibt es eine Chance. Vielleicht gibt es die gerade noch, die Chance, dich zurückzugewinnen oder wieder mit dir in Kontakt zu treten. Das weiß ich nicht. Bitte schau für dich, ob es stimmig ist. Und wenn nicht, bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Ich freue mich über einen Kommentar und natürlich auch über neue Abonnenten. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Bis bald. Ciao, ciao.